Lufthansa könnte, so wie es aussieht, bereits im nächsten Jahr mit vergleichsweise kleinen Airbus-Frachtern unterwegs sein. Wie genau sowas aussehen soll, was es überhaupt für Flugzeuge sind, diese umgebauten Airbus-Frachter, und ob so etwas funktionieren kann, das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an, und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn wir hier mal über Frachtflugzeuge sprechen, was tatsächlich sehr selten vorkommt, es tut mir leid, dann sprechen wir meist über irgendwelche sehr großen Flugzeuge. Über einen möglichen Airbus A350 Frachter. Wir sprechen über die 777 in der Frachtversion als wahrscheinlich bestes Frachtflugzeug, das gerade auf dem Markt erhältlich ist. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch an den einen Beitrag aus dem April, wo wir unter anderem auch eine ganze Menge über DHL Express gesprochen haben, also den Geschäftsbereich der deutschen Post DHL Group, welche eine ganze Menge mit Flugzeugen zu tun hat. Dort hat man sich in den vergangenen Jahrzehnten ein wirklich riesiges, ausgeklügeltes Luftfrachtnetzwerk aufgebaut, über das man dann mit verschiedenen eigenen Fluggesellschaften und über verschiedenste Partnerfluggesellschaften auf der ganzen Welt Zugriff auf über 250 Nurfrachter, also reine Frachtflugzeuge, hat. Es ist ziemlich viel und da ist auch so ziemlich alles dabei, was man sich vorstellen kann. Von der modernen Boeing 777 in der Frachtversion, zum Beispiel in Leipzig, betrieben durch die Aerologic. Boeing 767 eine ganze Menge, zum Beispiel bei Polar Air Cargo, A330 bei der EAT in Leipzig, ATR 42 in Ecuador und neuerdings eben auch zwei umgebaute Airbus A321 Frachter, betrieben durch Smartlinx Malta. Beim letzten Mal haben wir noch darüber gesprochen, dass da dann bald was kommt. Mittlerweile ist tatsächlich der erste umgebaute A321 Frachter bei der Fluggesellschaft und damit eben auch für DHL Express im Einsatz. Und schrubbt aktuell ganz brav tatsächlich ein Leg nach dem nächsten zwischen Linz und Leipzig. Und da soll auch noch eine ganze Menge passieren. Gerade erst vor ein paar Wochen hat DHL bekannt gegeben, dass sie in Österreich eine ganz neue Frachtfluggesellschaft aufbauen und mit Boeing 757 aus dem Bestand der DHL Air UK ausstatten werden. Diese neue Frachtfluggesellschaft soll dann Europastrecken übernehmen, also genau damit einsteigen, wo jetzt eben bereits der erste A321 Frachter von Smartlinx unterwegs ist. DHL Express blickt auf ein sehr erfolgreiches erstes Quartal 2021 und jetzt, nachdem vorgestern die vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht wurden, auch auf ein sehr erfolgreiches zweites Quartal 2021 zurück. Die Anzahl der internationalen Sendungen hat sich zuletzt im zweistelligen Prozentbereich erhöht. Und die Tatsache, dass erhebliche Frachtkapazitäten in Passagierflugzeugen, nicht nur im weltweiten Luftverkehr, sondern logischerweise auch im europäischen Luftverkehr in den vergangenen 18 Monaten zu großen Teilen weggefallen sind, beziehungsweise nicht mehr in der Menge von DHL Express zugekauft werden konnten, wie das eigentlich für diese Zeit nötig gewesen wäre, machte es unausweichlich, dass man sich auf der einen Seite logischerweise um kurzfristige Lösungen bemüht, um kurzfristige Möglichkeiten kümmert, wie zum Beispiel den Einsatz der Condor Boeing 767 als reine Frachtflugzeuge für DHL Express, oder dann logischerweise eben auch um mittel- bis langfristige Lösungen kümmert, was dann den Umbau und die Stärkung der eigenen Europastrecken beinhaltet. Und dabei spielt der A321 Frachter zum aktuellen Zeitpunkt definitiv noch eine sehr kleine, aber eben dennoch eine wichtige Rolle. Ein zweiter A321 Frachter ist bestellt und wird dann bald mit der Nummer 1 zusammen bei Smartlinx für DHL Express in die Luft gehen. Bei den beiden Flugzeugen handelt es sich um über 22 Jahre alte, damals noch als A321-100 ausgelieferte Passagierflugzeuge, die jetzt eben zu Frachtflugzeugen umgebaut wurden. Die Golf Alpha, also der erste umgebaute A321 Frachter, der jetzt bei Smartlinx aktiv ist, wurde 1998 damals noch an Swiss Air ausgeliefert, hat nach Swiss dann noch einen weiteren Betreiber gesehen, ging nach langer Zeit auf dem Parkplatz dann in die USA und wurde dort jetzt in Orlando zum Frachtflugzeug umgebaut. Damit hatte man bereits im Jahr 2017 begonnen. Das Unternehmen, was sich dort um den Umbau des A321 gekümmert hat, hat dann noch eine ganze Weile gebraucht, um das Ding zu zertifizieren. Das war quasi in dieser Form ihr A321-Umbaufrachter-Prototyp. Und dann konnte die Maschine jetzt Anfang 2021 eben an Smartlinx ausgeliefert werden. Die Charlie Golf, also die Nummer 2 für Smartlinx und damit für DHL Express, ist jetzt allerdings der erste in China zum Frachter umgebaute Airbus A321. Und an der Stelle wird es ein bisschen tricky, denn das Ding kommt ja jetzt also von einem anderen Unternehmen und unterscheidet sich tatsächlich in kleinen Details von dem ersten A321 Frachter, der jetzt ja schon für DHL Express unterwegs ist. Zum Beispiel an der Tür vorne links. Da kann man ganz gut erkennen, dass das andere Umbauten sind. Verantwortlich für diesen Umbau hier in China, in Guangzhou um genau zu sein, sind die Elbe Flugzeugwerke aus Deutschland.
Die nutzen diesen Standort in China für den Umbau der ehemaligen Passagierflugzeuge und dort wird man auch noch weitere A321 zu Frachtflugzeugen umbauen. Also alles ein kleines bisschen durcheinander. Es sind zwei verschiedene Versionen, die da jetzt bald für DHL Express im Einsatz sein werden. Wusstet ihr das? Die Elbe Flugzeugwerke wirken mit ihrem umgebauten A321 Frachter, nicht zuletzt logischerweise auch durch die Beteiligung von Airbus, nicht nur etwas offizieller, sondern sie waren mit ihrem A321 Frachter tatsächlich auch noch etwas schneller dran. Denn diese beiden Maschinen, die jetzt da bald für SmartLynx bzw. DHL Express im Einsatz sein werden, sind nicht die ersten A321 Frachter. Die Elbe Flugzeugwerke haben nämlich bereits eine Maschine für Qantas umgebaut. Dieses Flugzeug wurde im Oktober 2020 ausgeliefert und Qantas fliegt mit dem Ding jetzt für die australische Post. Zwei weitere davon hat man noch in Auftrag gegeben. Und auch Titan Airways ist mittlerweile mit zwei Exemplaren des A321 Umbaufrachters unterwegs und fliegt damit zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich fleißig eine ganze Menge Fracht durch Mittelamerika. Im März 2021, also jetzt gerade mal vor ein paar Monaten, machte dann auch noch die indische Fluggesellschaft Indigo auf sich aufmerksam, denn auch dort sieht man wohl Potenzial für den A321 Frachter. Die Fluggesellschaft ist ja nur mit Flugzeugen aus der A320-Familie unterwegs und will tatsächlich wohl auch ins reine Frachtgeschäft mit diesen Flugzeugen einsteigen und nach eigener Aussage erstmal 5 und dann später wahrscheinlich bis zu 15 solcher Frachtflugzeuge bestellen. Und so kommt der Stein langsam aber sicher ins Rollen. Das Frachtgeschäft legt zu Corona-Zeiten logischerweise ungewöhnlich schnell. Das ändert sich auch wieder, aber es legt zu. Und die Begründung, zumindest aufs Simpelste runtergebrochen, ist ganz oft einfach E-Commerce. Die Leute bestellen einfach wahnsinnig viel, was dann eben auch über einige Ecken und Enden den gestiegenen Bedarf an zuverlässigen, schnellen, teilweise sehr wertvollen Sendungen innerhalb eines Kontinents erklären kann. Viele dieser Sendungen fliegen heute noch in irgendwelchen ganz alten 757 Frachtern durch die Gegend oder in irgendwelchen ganz alten 767 Frachtern oder, was man fairerweise dazu sagen muss, auch in ganz neuen 767 Frachtern oder in irgendwelchen umgebauten 737 Frachtern, die es ja mittlerweile auch von ganz alt bis ganz neu gibt. Aber Airbus Frachter in dieser Größenordnung gibt es, wie wir eben gesehen haben, heute kaum. Das wird sich aber ändern. Sehen so zumindest die Elbe Flugzeugwerke und Airbus. Knapp 28 Tonnen Fracht kann so ein umgebauter A321 Frachter über eine Reichweite von knapp 3.800 Kilometern transportieren. Mit entsprechend weniger Zuladung geht es dann logischerweise entsprechend weiter. Dabei soll diese Plattform die vielversprechendste, wirtschaftlichste und im Vergleich zur 737 leistungsfähigste unter den Schmalrumpfflugzeugen sein. Das liegt unter anderem auch daran, dass der Airbus auf dem Hauptdeck, also auf dem Maindeck, und auf dem Lowerdeck, also auf dem Unterdeck, Paletten und Container transportieren kann. Das kann eine Boeing 737 zum Beispiel nicht. Und das hat ja auch noch weitere Vorteile, wie zum Beispiel geringere Turnaround-Zeiten oder generell ein vereinfachtes Handling dieser Frachtmaschine. In Zahlen bedeutet das bis zu 206 Kubikmeter Fracht mit bis zu 28 Tonnen bei knapp 3.800 Kilometer Reichweite im Airbus und etwa 185 Kubikmeter Fracht, maximal 24 Tonnen bei einer Reichweite von knapp 3.700 Kilometern in der Boeing 737-800 BCF, also Boeing Converted Freighter, die ja auch erst 2018 zum ersten Mal ausgeliefert wurde und dementsprechend auch noch vergleichsweise frisch auf dem Markt ist. Am Ende sind das aber alles auch nur ein paar Zahlen. Da kommen noch eine ganze Menge weitere Faktoren dazu, die dann wirklich entscheiden, welches Frachtflugzeug dieser Größe jetzt für welche Fluggesellschaft dann wirklich geeignet ist. Aber es macht natürlich irgendwo Sinn, dass eine Fluggesellschaft wie Indigo, die nur auf der A320-Familie unterwegs ist, dann auch, wenn sie ins Frachtgeschäft einsteigen möchte, solche umgebauten A321-Frachter haben möchte. Gut, und jetzt kommt auch noch Lufthansa dazu. Erst einmal zwei umgebaute A321-Frachter möchte man dort ab Anfang 2022, also wenn man es so sehen möchte, in wenigen Monaten betreiben. Beziehungsweise Lufthansa CityLine soll diese Flugzeuge für Lufthansa Cargo betreiben. Also Piloten der Stadtlinie fliegen dann Frachtflugzeuge für Lufthansa Cargo durch Europa. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Das ist sicherlich die flexibelste, am einfachsten umzusetzende, sparsamste, günstigste Möglichkeit, sowas zum Laufen zu bekommen. Denn verschiedene Airbus-Flugzeuge und verschiedene Airbus-Planungen gibt es ja schon eine ganze Weile bei der Lufthansa CityLine, gab es immer mal wieder bei der Lufthansa CityLine. Mal war das von kurzer Dauer, mal hat es etwas länger gedauert. Auf jeden Fall hat diese Fluggesellschaft unter anderem auch Piloten, die Airbus fliegen können. Obwohl man es denken könnte, werden für diese ganze Aktion wohl keine ehemaligen Lufthansa A321 verwendet, also keine ehemaligen alten Lufthansa A321, die man aus der Passage ausflottet und dann zu Frachtflugzeugen umbaut,
sondern man werde sich die Flugzeuge am Markt beschaffen. So heißt es zumindest. Das Internet spekuliert, Vorsicht, spekuliert natürlich eine ganze Menge darüber und sieht zumindest in einem ehemaligen Niki-Laudamotion-Eurowings A321 das Potenzial, dass das ein solcher Lufthansa A321-Frachter werden könnte. Denn die Maschine steht laut Informationen einiger Portale zum aktuellen Zeitpunkt in Singapur, um dort zu einem Frachter umgebaut zu werden. Die Maschine hat mit knapp über 13 Jahren jetzt noch nicht so viel auf dem Buckel. Hoffen wir mal, dass die noch ein paar Jahre als Frachter vor sich hat. Wirklich viel mehr wissen wir an der Stelle allerdings noch nicht. Das zu beobachten dürfte aber recht spannend werden, denn diese Flugzeuggeneration existiert so in dieser Form als Frachtflugzeuge ja noch gar nicht. Das muss erst noch richtig ins Rollen kommen. Die 737-800, wie gesagt, auch erst 2018 zum ersten Mal als umgebaute Frachtversion ausgeliefert, konnte in den USA schon überzeugen. Die Fluggesellschaft Qantas hingegen entschied sich, trotz der Tatsache, dass sie schon ältere 737-Frachter in der Flotte haben, für den Airbus. Also wer da in Zukunft dann wirklich überzeugen kann, das wird noch sehr interessant. Aber der Gebrauchtflugzeugmarkt wird natürlich von beiden Modellen in den nächsten Jahren so einiges zur Verfügung stellen. Und dann hoffen wir mal, dass wir noch einige dieser Flugzeuge ein paar Jahre lang als Frachtflugzeuge am Himmel sehen werden. Und wer weiß, vielleicht gehört es dann tatsächlich schon in ein paar Jahren zum Standard, dass große Fluggesellschaften wie die Lufthansa in ihren jeweiligen Cargo-Sparten mit einer kleinen Menge an A321-Frachtern durch die Gegend fliegen. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Schaut gerne bei den Blueprints vorbei. Da sind ein paar neue in Arbeit. Da kommt ein bisschen was Cooles. Auch neue Materialien wird es geben. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Wir sehen uns dann hoffentlich bald schon beim nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Das ist ziemlich viel und da ist auch so ziemlich alles dabei, was man sich vorstellen kann. Von der bei der EAT in Leipzig, Airbus-Frachter in dieser Größenordnung. Hört man, dass es hagelt? Hallo? Danke.